Ich jetzt logisch. Möchte ich auch mal was sehen. Guck her, wir nehmen jetzt den mittleren. Das kann nicht dein Ernst sein! Mein Mann, was ist das? Mein Name ist Nelly Sense und heute zocken wir. Und das Spielprinzip ist relativ einfach. Wir haben hier so einen Stapel und da müssen wir einfach Steine rausziehen und bei dem die Steine runterfallen, der hat verloren. Richtig. Und das Spiel ist verdammt spaßig. Das Spiel ist einer der geilsten Spiele, die wir jemals gespielt haben. Ja, definitiv. Danny, kannst du mal aufhören mit dem Stinkefinger? Das ist asozial. Nein, ich finde das wirklich sehr schön, was ich da mache. Nein, okay? Ich finde das nicht schön. Ich ziehe den jetzt aus der Mitte raus und leg den Stein auf dich drauf. Das kannst du nicht machen. Nein, das kannst du nicht. Das ist extrem frech, wirklich. Es ist na so und, frech. Ich darf doch frech zu dir sein. Ich meine, du wirst die Runde so oder so verlieren. Ach so, das sagt der die ganze Zeit verloren hat. Wie? Ich habe die ganze Zeit verloren. Ich habe kein bisschen verloren. Das Ding ist, Danny ist richtig schlecht in dem Spiel. Es tut mir leid. Ach so, deswegen gewinne ich die ganze Zeit. Ne? Verstehe. Wie gewinnst du die ganze Zeit? Du gewinnst gar nicht die ganze Zeit. Ja, natürlich. Ich werde alle Folgen heute gewinnen. Hä? Was redest du da? Du bist der größte Lügner, den ich jemals gesehen habe. Ich werde alle Folgen heute gewinnen. Das wirst du sehen. Nichts wirst du... Oh, das war der Stinkefinger. Den wollte ich dir nicht zeigen. Hier, nichts wirst du gewinnen, mein Freund. Du hast die Flasche kaputt gemacht. Du weißt schon, dass du hier Gast bist. Ja, und du weißt schon, dass du das sauber machen musst. Okay, ich riskiere was. Und du weißt schon, dass du gleich obwohl, das war gar kein Risiko. Loser, hier. Du bist selber Loser. Hier, Stinkefinger für dich, mein Freund. Hey, Loser. Wer ist Loser ganz genau? Du. Mein Freund, gewinn erstmal die Runde, bevor du irgendwas sagst, okay? Hier hast du deinen Block, den. Hier schicke ich dir. Hier. Du bist so ein Asozialer. Nein, so ein gemeiner Typ, aber weißt du was? Dafür machst du jetzt extrem schwer. Ich wollte mich aufs Sofa hinsetzen, aber es ging nicht. Du hast nur eine Hand, die willst dich aufs Sofa setzen. Ja, ich will mich aufs Sofa setzen, okay? Dein Körper besteht aus einer Hand, du kannst dich nicht setzen. Ja, dein Gesicht besteht aus einem Gesicht. Oh mein Gott, jetzt hast du übertrieben. Ja, es ist halt einfach so, okay? Du musst damit leben. Oh mein Gott, der Turm wackelt. Sicher. Ich mach's jetzt besonders schwer. Komm her. Alles ist gut. Hä, denkst du, das macht's wirklich so viel ja, schwerer jetzt? Ja, warte ab. Nächste Runde mach ich's richtig schwer. Dann kannst du gar nichts mehr tun, außer aufgeben. Ah, ist klar, natürlich. Wollen wir sehen, ob du überhaupt zur nächsten Runde kommst? Na klar komm ich zur nächsten Runde. Ich meine, es kann doch gar nicht schief gehen. Wow, Alter. Oh, egal, ich weiß nicht, wie das Teil wackelt jetzt. Ja, das Ding wackelt vielleicht, aber ich werde dich trotzdem fertig machen. Oh nein, Sturm, stopp, das wäre ja richtig dumm von mir. Wow. Ich wollte eigentlich diesen Stein hier rausnehmen, aber ich... Ja, ist klar. Aber dann wäre hier zu wenig Steine und dann würde es auf die Seite runterkippen. Richtig. Das heißt, ich muss wahrscheinlich den Stein hier entfernen. Oh, ich Gefühl, alles hier ist Mathematik. Mathematik, ja, dann will ich mal deine Mathematik sehen. Siehst du, das funktioniert, mein Freund. Es stürzt gar nichts runter. Alles ist gut. Aha, ist klar, ne? Oh mein Gott. Das Ding ist, ich werde dich einfach hart in dem Spiel fertig machen. Das Teil... Ey, sorry, aber es sieht wirklich so aus, als würde es gleich runterfallen. Es zappelt so komisch. Warte, es fällt so ein bisschen mehr nach links. Bist du dir sicher? Müsste ich rechts was entfernen. Oh Gott. Willst du das wirklich entfernen? Das ist voll riskant. Oh nein, es bleibt auch noch stehen, das kann doch nicht wahr sein. Alter, es wackelt so enorm. Ich habe noch nie sowas gesehen, was so wackelt. Jetzt habe ich ehrlich gesagt ein kleines bisschen Angst. Aber wenn das jetzt funktioniert, dann bist du mein Freund am Popo. Nein, will ich nicht. Doch, dann bist du so hart am Popo. Okay, ich zieh's jetzt raus. Let's go! Bitte bleib stehen! Es bleibt stehen! Oh mein Gott. Du bist mir einer, wirklich. Es tut mir leid, mein Freund, aber ich möchte dich halt einfach von Grund auf zerstören. Ach so, das ist deine Lebensbestimmung, oder was, du Loser? Das ist meine Lebensbestimmung, weil du hast mich am Anfang so fertig gemacht, weißt du, von den Worten her. Ah, du bist blöd. Nein, du hast schon wieder einen rausbekommen. Ich hasse es. Ein Klöt. Haha. Du bist selber ein Blöd, aber wieso zur Hölle stürzt der Turm nicht um? Ich meine, guck dir den an, der sieht aus wie Käse. Ja, wie Käse, genau. Hast du jemals Käse in deinem Leben gesehen? Ja, ich habe Käse gesehen. Weißt du, sowas gibt es auch bei uns im Rewe. Aber ich gehe zu Lidl. Soll ich den jetzt hier rausziehen? Ist das schlimm? Oh mein Gott, nein! Oh Gott, war das knapp. Das Ding ist kurz vorm Runterfallen. Das kann jetzt nicht wahr sein, oder? Oh mein Gott, ich hoffe, du wirst jetzt verkacken. Bitte verkack einfach. Es kann wirklich nicht wahr sein. Doch, mein Freund, es ist wahr. Ey, kann das Teil bitte aufhören, so zu wackeln? Nein, es soll weiter wackeln. Du sollst einfach verlieren, die Runde. Nein. Doch. Niemals, nein. Oh Gott, wo willst du den Stein jetzt aber rausziehen? Oh nein, da kannst du ihn nicht rausziehen. Wieso nicht? Weil es einfach nicht geht. Ah, natürlich nicht. Oh, ich muss es jetzt tun. Hä? Nein. Du mit deinem Stinkefinger, hör auf damit. Gott, bitte fall um. Zeit. Ey, das kann doch nicht wahr sein, dass die Runde so schlimm hier ist gerade. Alter, ich habe noch nie so einen Turm gesehen in meinem Leben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich jetzt rausziehen soll. Eventuell ziehe ich jetzt hier raus. Wäre das schlau? Probier's doch mal. Oh Gott, das ist übertrieben riskant. Bitte, oh mein Gott, bitte fall jetzt nicht um. Alles ist gut, er bleibt stehen.
Er bleibt stehen, alles ist perfekt. Nein, ich habe keinen Bock mehr. Oh, doch, mein Freund, und du musst den nächsten Stein jetzt rausziehen. Viel Spaß. Ja, wie kann man denn da bitte hier nicht verkacken? Naja, indem man den richtigen Stein rauszieht und der Turm nicht umfällt. Ich habe, glaube ich, verloren, oder? Hast du verloren? Komm, bitte. Bitte, 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 fall jetzt um. Oh, Gott. Hör doch auf damit. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Der Turm steht die ganze Zeit. Oh, Gott. Oh mein Gott, was soll ich denn jetzt tun? Guck dir den Turm an, der fällt ja schon fast vom Windstoß um. Kann man den Ventilator nicht oben irgendwie ausmachen, weil der macht das doch noch ein bisschen riskanter. Ja, natürlich, mit dem Ventilator ist natürlich noch heftiger, ne? Ey, wo soll ich den Stein jetzt raus... Ich kann hier oben leider nichts anfassen. Oh nein. Nein. Oh. Schau mich dann nochmal an und dreh dich dann am besten um. Das klappt immer bei dir, weißt du doch. Nein, das klappt gar nicht bei mir. Ich habe keinen Plan. Wo? Du hast verloren. Hä? Warte mal kurz. Jeder einzelne Stein ist riskant. Du hast verloren. Wieso steht da Danny Wins? Weil du hast die Zeit. Nein. Du hast die Zeit nicht beachtet. Ey, das kann ich... Das war voll unmöglich. Hast du diesen Turm gesehen? Wie soll man... Hä? Es war möglich. Du hast nur deine Chance nicht genutzt. Du hast nichts gemacht. Wie Nein, es war halt komplett unmöglich, mein Freund. Hier, du kriegst einen Stein auf den Kopf. Es tut mir leid. Und eine Bierflasche kriegst du auch noch, damit du aussiehst wie ein Alkoholiker. Hier. Danke. Ey, du hast sie kaputt gemacht. Die machst du sauber, okay? Okay. Ich will jetzt natürlich mehr Risiko eingehen, ne? Weil ich langsam habe ich die Chance voll. Ich gehe gleich nach unten. Du gehst gleich nach unten? Du willst direkt ein Risiko eingehen? Dann zieh den rechten weg. Oh mein Gott. Okay. Mein Freund, du bist ziemlich mutig. Ja. Aber weißt du was, dann setze ich auch noch einen drauf. Ich mach's dir schwerer. Ich gehe auch gleich nach unten und zieh sofort den rechten raus. Oh Gott, das Ding wird richtig wackelig. Warte mal, das Teil steht noch. Wie steht das Teil noch? Ja, ich weiß es nicht, aber gleich wird's nicht mehr stehen, weil du da dran bist. So, ja, außer klar, natürlich, ne? Feige Menschen ziehen immer aus der Mitte raus. Ich habe ja gesagt, ich werde gewinnen. Aber alle bist Spiele du ein feiger heute. Mensch? Oh Gott, wieso bist du so feige? Alle Spiele werde ich heute gewinnen. Nein, das Händchen Problem halt ist, wenn du jetzt aus der Mitte Händchen rausziehst, halt. Dann muss ich auch aus der Mitte rausziehen, weil ich sonst halt verliere. Ja gut, dann hast du Pech gehabt, wenn du verlierst. Ey, wie kann der Turm so schief sein? Der schief ist doch von Pisa. Der war so schlecht. Oh toll. Der war einfach so flach, es tut mir leid. Füße hoch. Okay, Füße hoch. Komm, der nächste ist draußen und das war relativ easy und du kriegst eine Tasse. Oh, hier, danke. Die Tasse, oh, die liegt da relativ gut drauf. Lol. Sogar die Tasse drängt deine Hand nach unten. Oh, sie ist kaputt. Wow, du hast sie kaputt gemacht. Ich werde jetzt ein Risiko eingehen, by the way, ne, sodass du beim nächsten Mal 100% nicht verlierst. Was für ein Risiko? Zum 100%? Ja, pass auf. Hast du sogar gesagt, ich werde zu 100% verlieren? Okay, aber ich werde doch nicht zu 100% verlieren. Doch, meine Meinung schon. Also, mein Freund, ich bin der Champion in dem Spiel. Alter, ey, das Teil, der Turm war, oh mein Gott. Ey, der fällt fast von Grund auf um. Der fällt fast um, keine Chance. Aber ich werde jetzt hier rausziehen. Ich glaube, das wäre das, wäre es das wirklich das Schlauste? Natürlich. Komm, let's go. Bitte fall jetzt nicht um. Er bleibt stehen, alles ist gut. Du wirst es gleich schwer haben. Alter. Warte mal, er ist mehr nach links oder nach rechts? Er ist mehr nach links. Ich weiß es nicht. Nein, der ist eigentlich relativ mittig gerade. Ich würde sogar sagen, der steht gerade perfekt in der Mitte. Ich würde jetzt an deiner Stelle... Oh mein Gott, wie kriegst du die mal raus? Ich weiß nicht, die rutscht einfach raus und da ändert sich nichts. Da ändert sich nichts? Okay, dann zieh ich jetzt den hier raus. Let's go! Das ist eine schlechte Idee. Nein, das war eine gute Idee, mein Freund. Das war eine richtig gute Idee. Kann ich den Stuhl nehmen? Natürlich kannst du den Stuhl nicht nehmen, okay? Es hätte ja sein können, dass ich eine ziemlich starke Hand bin. Das ist kein Stühle heben Wettbewerb, ne? Wieso nicht? Ich würde gerne an einem Stühle heben Wettbewerb mitmachen. Nee, darfst du nicht. Ist verboten leider. Tut mir leid. Verboten für mich? Nur für meine Hand? Nur weil ich nur eine Hand bin? Richtig. Ich wünschte, ich hätte einen Körper. Oh. Gott. Welchen Stein nimmst du denn jetzt? Ich muss den nehmen, weil jetzt ist zu spät. Du nimmst einen mittleren Stein? Okay, das ist feige. Alter. Das Ding ist, ich glaube, ich mach's jetzt für dich schwer. Ja, ich bin gespannt, ne, wie schwer du es machen willst. Okay, das wird jetzt ein kleines bisschen riskant. Ich geb's zu. Aber ich probier's. Ja. Wir rühren jetzt ein kleines bisschen hier drin um. Oh Gott, ich hab Angst. Ich wollte es eigentlich nur auf einer Seite rausziehen. Let's go. Möglichst wackelig muss der werden. Alter. Umso wackeliger, umso besser. So. Oh nein! Nein! Ah, yes. Oh Gott, ich wollte es doch schaffen. Ich habe gesagt, ich werde heute alle Spiele gewinnen. Ja, alle. Aber das Ding ist, du spielst auf so einer langweiligen Taktik. Du musst Sachen riskieren. Ich würde nicht so dauerhaft Sachen riskieren. Nein, du riskierst nicht dauerhaft Sachen. Ich zeig dir jetzt, was Risiko ist, okay? Ja, riskiert. Siehst du das? Das war doch kein Risiko. Nein, gar nicht. Nein, das war kein Risiko. Das war das Heftigste, was du am Anfang machen kannst. Mein zeig Freund, ich zeig dir jetzt das Heftigste, was du machen kannst.
Oh Gott. Warte, ja. Hättest du erwartet, dass dadurch der Turm kaputt geht? Nein, aber es ist halt passiert. Wie zur Hölle ist der Turm dadurch kaputt gegangen? Da war eine Bierflasche oben drauf, mehr nicht. Sorry, aber diese Art von Risiko, die du da eingehst, ne? Ja, die ist echt tuck-life, ich weiß. Die ist echt tuck-life, kann man nicht anders sagen, aber... Aber ich werde gewinnen, okay? Ich werde gewinnen. Nein, mein Freund, du wirst niemals gewinnen. Du hast keine Chance gegen den Meister hier drinnen. Ja, let's genau, go, ich zieh den jetzt hier raus. Bitte ja. Lass es funktionieren. Oh mein Gott, alles ging gut und die Bierflasche ist fast runtergefallen. Die ziehen wir mit nach unten. Komm her. Es steht auf jeden Fall noch. Wow. Oh mein Gott, wie kann man nur so übertreiben? Hä? Wie kann man nur so. Es tut mir leid, aber ich bin gerade zu Gast bei dir. Das heißt, du musst es sauber machen. Ja, das stimmt, aber ich bitte dich, okay? Ich bitte dich. Nein, du brauchst mich nicht zu bitten. Ich werde dir niemals helfen bei dem Saubermachen, okay? Okay, ich will's schwer machen. Oh, ja, du willst es schwer machen. Das war wirklich der schwerste Zug aller Zeiten. Alter, das war so unnormal. Ich hab so Herzklopfen, ne? Danny, mein Freund, ich möchte es jetzt schwer machen. Weißt du, wieso? So Herzklopfen, dass mein Finger dir jetzt so ein Mittelfinger zeigen würde. Ich weiß nicht, ich hab eine Spastik, glaube ich. Danny, ich mach's dir jetzt schwer, okay? Okay. Das musst du sauber machen. Das musst du sauber machen. Achte lieber auf die Zeit, noch 15 Sekunden. Das musst du sauber machen. 30 Sekunden noch, sonst ist es verloren. Und das musst du sauber machen und jetzt ziehen wir noch einen. Oh Gott, das war knapp. 6, 5, 6, 6 Sekunden noch. Du, 6, ja, 6, ja, das schaffe ich. Disrespect, alles ist gut. Oh mein Gott, nein! Ja, genau, alles ist gut. Okay, ich muss ganz ehrlich sein. Ich muss ehrlich sein, das war scheiße von mir. Ja, natürlich. Ich hab doch gesagt, du hast noch ein paar Sekunden Zeit. Und ja, ich dachte, das reicht easy, um irgendwas aus der Mitte rauszuziehen. Aber es war so dämlich von mir, weißt du? Ja, klar. Mann! Okay, egal. Wir machen jetzt letzte Runde entscheidet. Letzte Runde entscheidet. Nein, das. Ja, okay. Letzte Runde entscheidet über alles. Ich werde alle Spiele gewinnen. Du wirst alle Spiele gewinnen, okay. Ey, du bist gerade durch die Couch durch? Ja. Hä, lol, wie zur Hölle bist du da durchgekommen? Ich bin eine magische Hand. Siehst du das? Nein, du bist eine Geisterhand. Du bist tot. Gib's doch zu. Ich hab Angst vor dir. Bitte halt Abstand von mir. Bitte stirb einfach, du Zombie. Nein. Du dober Zombie. Kann ich da auch durch? Nein. Hä? Ja, du bist halt schlecht, ne? Wie zur Hölle bist du da durchgekommen? Ich kapier's nicht. Oh Gott. Warte mal, eventuell kann man nur durch Gegenstände durchgehen, wenn man einen Block in der Hand hat. Oh. Ja, stimmt. Kann man ey, auch. Stimmt. Ja. Lol, what the fuck? Auch so, ich hab nichts mehr und ich bin trotzdem durch. Ja, weil du schon drinne warst, weißt du? Ah, macht Sinn, natürlich. Jetzt möchte ich auch mal was sehen. Guck her, wir nehmen jetzt den mittleren... Das kann nicht dein Ernst sein! Ich hab ihn doch nur aus der Mitte rausgezogen! Alter, bist du schlecht. Hast du gesehen, ich hab den Scheiß... Ich hab das Ding nur aus der Mitte rausgezogen, das kann nicht dein Ernst sein. Ich hab dir gesagt, ich will alle Spiele gewinnen und das war die letzte Entscheidung. Was soll ich sagen? Ich hab dir gesagt, ich will alle Spiele gewinnen. Was... Machst du noch eine Mitleidsrunde für mich, aber nur so zum Spaß. Du hast schon gewonnen. Okay, ja. Okay, ich liebe dich. Oh Gott, ich bin so viel besser als du. Selbst die Mitleidsrunde werde ich gewinnen. Selbst obwohl die Mitleidsrunde wirst du gewinnen? Okay, ja. Du bist ziemlich arrogant. Let's go. Und jetzt gehen wir durch die Couch durch, einfach als Disrespect und bleiben hier. Ah, okay, verstehe. Du bist kannst du jetzt meine Hand eigentlich... Oh nein, meine Hand glitscht da raus. Boah, was ist das denn bitte, was du da gemacht hast? Ja, mein Freund, ich hab's dir schwer gemacht, damit du halt ein bisschen Risiko in deinem Leben verspürst. Ah. Ey, lass den Stein doch bitte da draußen. Ich stelle hier in... Ey, da ist eine Pflanze. No, da ist eine Pflanze, aber kannst du irgendwas mit der machen? Nein, leider nicht. Was soll... Ich glaube, ich nehme jetzt einen Stein von... Ei, das ist alles riskant, aber ich glaube, ich nehme den Stein hier weg. Let's go. Oh, es tut mir leid für die Bierflaschen. Wir tun den Stein mal drauf und eine fällt runter. Es tut mir leid, okay? Du musst es sauber machen. Nein. Doch, du musst definitiv es sauber machen, nicht ich. Nein, definitiv nicht. Oh, bitte fall jetzt einmal um. Dieser Block, dieser Sturm, der fällt bei dir nie um. Natürlich nicht, weil ich weiß, wo das Spiel spielt. Ich bin ein normaler Mensch, du nicht. Doch, nein, ich bin ein... Du bist gar kein Mensch, du bist nur eine scheiß Hand. Ich bin keine Hand, ich hab eine Hand. Du bestehst aus einer Hand. Nein, ich bin unsichtbar und meine Hand hat, hat das Privileg. Hat den Unsichtbarkeitskrank nicht abbekommen, ich weiß. Genau. Und deswegen stehe ich jetzt hier und man sieht zwar nur meinen Arm. Aber wieso zur Hölle kannst du dann fliegen? Fliege doch gar nicht. Ich hebe meine Hand. Dann geh mal nach oben. Geh mal nach oben, komm her. Ey, du fliegst. Na klar fliegst du. Ich bin einfach ein großer Mensch, okay? Du hättest jetzt einfach sagen können, ich stehe auf der Couch. Ja, oder so. Ey, pass mal auf, was du da machst. Vielleicht wirfst du den Turm um. Ja. Weißt du, was das Problem bei solchen Spielen zu Hause ist? Ja. Irgendwann hat man einfach keinen Bock mehr aufzubauen. Natürlich nicht, aber das muss ja jeder andere da machen. Was ich meine? Ja, das muss immer jemand anderes machen, aber trotzdem, irgendwann hat niemand mehr Bock aufzubauen. Und das Geile ist hier baut es sich automatisch auf.
Ich werde es mir bestellen, gleich bei Amazon, das eigentliche Spiel. Mann! LOL! Ey, du sagst echt hart in dem Spiel. Danny, ich liebe dich über alles. Willst du noch was zum Abschluss sagen? Du bist echt verdammt schlecht. Okay, dann beenden wir jetzt hier das Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis und morgen. Bis morgen. Oh,